Hi Leute, Nikolai Wolz hier. Ich möchte euch heute gerne in diesem Video kurz und knapp zeigen, wie ihr euren Kompressor bestmöglich einstellt und damit den optimalen Sound aus eurem Kompressor herausholt und meiner Meinung nach dieser Strategie mit einem einfachen Onboard-Kompressor oft sogar zu besseren Ergebnissen kommt, wie wenn ihr irgendein teures Kompressor-Plugin nehmt, ein Preset ladet und darauf hofft, dass das jemand für euch schon bestmöglich eingestellt hat. Und damit gehen wir direkt in die DAW. Ich habe euch hier mal einen ganz einfachen Drum Loop geladen. Ich spiele euch den kurz vor. Und wenn ihr den komprimieren wollt, machen viele von euch wahrscheinlich genau dasselbe, was ich auch jahrelang getan habe. Ihr ladet euch irgendeinen Kompressor, dann geht ihr hier vielleicht nochmal in die Presets und gebt mal Drums ein. Ah, hier haben wir Tighter Drum Loops. Perfekt, laden wir drauf, hören uns das Ganze mal an. Okay, wir hören, der Kompressor arbeitet, der macht da irgendwas und an dieser Stelle beginnt das große Problem von Kompressoren. Und zwar eben dieses, dass Kompressoren verschiedene Parameter haben und diese verschiedenen Parameter oft schwer zu beurteilen sind. Wenn wir jetzt einfach mal so mit diesen Einstellungen an der Attack-Zeit drehen. Wir hören, da passiert irgendwie was, aber was da so genau passiert, ist schwierig zu beurteilen. Ich drehe auch mal hier an der Ratio. Da ist es noch viel schwieriger zu beurteilen, was da jetzt eigentlich genau passiert. Man hört, irgendwas passiert, aber wie gesagt, schwierig zu beurteilen, was genau. Ich mache nochmal dasselbe mit der Release-Zeit. Da verändert sich auch irgendwas, aber auch wirklich sehr schwer zu beurteilen. Und die Methode, die ich euch hier vorstellen würde, die habe ich selbst aus dem Buch Mixing with Your Mind von Steph Rue. Das habe ich schon oft empfohlen. Ein sehr gutes Buch, solltet ihr lesen, wenn euch diese Thematik interessiert. Und die Strategie, die Steph Rue wählt, ist, mit sehr aggressiven Kompressor-Settings die richtigen Einstellungen zu finden. Und dazu müssen wir die Ratio einmal auf das Maximum drehen, das hier möglich ist. Ihr dreht die Attack und die Release-Zeit so schnell wie möglich. Und wir passen auch den Threshold an, sodass der Kompressor hier wirklich sehr aggressiv komprimiert. Wir hören mal rein, was da jetzt los ist. Okay, ihr hört völlig übertriebene Kompression. Aber der große Vorteil von dieser Einstellung ist, wenn ihr jetzt beispielsweise an der Attack-Zeit dreht, dann könnt ihr sehr schön beurteilen, was die Attack eigentlich mit diesem Signal hier macht. Ihr könnt jetzt wunderbar hören, je länger ich die Attack-Zeit drehe, desto mehr kommen die Transienten durch, desto mehr Punch kriegen die Drums. Ab einem gewissen Punkt wird es dann einfach zu viel. Aber jetzt können wir eben den Punkt suchen, den wir haben wollen. Und da merkt ihr jetzt auch, dass es einfach auch eine Geschmackssache ist. Und eine Frage ist, was wollt ihr mit dem Kompressor überhaupt erreichen? Wollt ihr einfach nur die Lautstärke der einzelnen Schläge einander ein bisschen mehr angleichen? Oder wollt ihr den Kompressor gezielt nutzen, um jetzt hier mehr Attack, also mehr Punch aus den Drums rauszuholen? Aber eben, was auch immer ihr vorhabt, das könnt ihr jetzt optimal erreichen. Wir suchen jetzt hier mal eine Attack-Zeit, die passend wäre für diesen Loop. So, für meinen Geschmack jetzt hier bei diesen 25 Millisekunden haben wir diesen Effekt, dass die Drums einfach mehr Punch kriegen, mehr Durchsetzungsvermögen haben. Das gefällt mir jetzt mit dieser Einstellung hier ganz gut. Im nächsten Schritt drehen wir mal an der Release-Zeit, hören mal, was da passiert. Ihr hört, je länger ich die Release-Zeit drehe, desto mehr verliert der Kompressor an Aggressivität mit einer ganz kurzen Release-Zeit. Ist der sehr aggressiv und je weiter ich das aufdrehe, desto sanfter wird er. Und ab einem gewissen Punkt ist die Release-Zeit so lang, dass der Kompressor quasi schon die nächsten Schläge wieder mit bearbeitet. Und hier suchen wir jetzt einfach einen schönen Kompromiss. So würde ich die jetzt mal lassen. 129 Millisekunden haben wir jetzt hier. Im nächsten Schritt
Passt ihr die Ratio an? Und dann als letztes den Threshold. So, jetzt haben wir hier mal grundlegend Einstellungen ermittelt, die fürs Erste zu diesem Drum Loop passen. Das Wichtige bei solchen Kompressoreinstellungen oder eigentlich bei allen Effekten ist immer, dass ihr das bearbeitete Signal mit dem unbearbeiteten Signal im AB-Vergleich anhört und dabei unbedingt immer das Plugin so einstellt, dass ihr das in derselben Lautstärke AB-Vergleich hören könnt. Das versuche ich jetzt hier mal zu machen. So, und jetzt schalte ich das Plugin hier auf Bypass, dass wir das unbearbeitete Signal hören können. Und wieder an. So, das ist jetzt schon einigermaßen gut getroffen. Was nach dieser Methode oft und einfach passieren kann, da wir am Anfang ja das Signal sehr, sehr stark komprimiert hören, gewöhnt sich unser Gehör auch ein Stück weit an das überkomprimierte Signal und man tendiert dann manchmal dazu, den Kompressor auch etwas zu aggressiv einzustellen. Und das werdet ihr dann sehr deutlich merken, wenn ihr das Kompressor-Plugin auf Bypass schaltet und wieder anschaltet und euch dann das Signal eben zu überkomprimiert vorkommt, dann müsst ihr die Einstellung gegebenenfalls nochmal anpassen. In der Regel reicht es, wenn man dann den Threshold noch ein bisschen nach oben schiebt. Wir hören nochmal AB. So, das ist jetzt eine Einstellung, wo die Drums einfach ein bisschen mehr Punch bekommen, ein bisschen mehr Durchsetzungsvermögen bekommen, wo man auch noch so ein bisschen mehr von dem Raum und von dem Nachhall der Snare hört. Das würde mir jetzt spontan für diesen Zweck gut gefallen. Aber das Wichtige, was ich euch hier eben zeigen wollte, ist, wie ihr eben eine Strategie an die Hand bekommt, wie ihr wirklich eure Erwartungen mit dem Kompressor erfüllen könnt und wie ihr euch nicht auf irgendein Preset verlasst, dass da vielleicht der Sound irgendwie besser oder schlechter wird. So könnt ihr eben wirklich genau das aus euren Drums oder aus allen anderen Instrumenten, sei es Gesang, Gitarre, was auch immer, genau das rausholen, was ihr euch von dem Kompressor erwartet. Und ganz wichtig, wie gesagt, im letzten Schritt immer der AB-Vergleich. Wenn ihr den Kompressor ausschaltet und das Gefühl habt, das unbearbeitete Signal ergibt mehr Sinn als das bearbeitete Signal, dann braucht ihr an dieser Stelle einfach keinen Kompressor. So, und ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Methode weiterhelfen. Für mich war das, als ich das erste Mal von dieser Strategie gehört habe, tatsächlich ein Gamechanger. Ich habe von da an Kompressoren anders behandelt und immer nach dieser Methode die Kompressoren eingestellt. Wenn es euch auch geholfen hat, würde mich das sehr freuen. Falls euch die ganze Thematik Hirnforschung und Musikproduktion interessiert, dann checkt doch mal meine anderen Videos oder Podcast-Folgen aus. Das Ganze gibt es auch als Buch, habe ich euch unten verlinkt, oder gibt es in dem Shop auf meiner Homepage. Das Buch heißt Hirnforschung und Musikproduktion, gibt es auch als Hörbuch seit kurzem zu kaufen. Und damit verabschiede ich mich, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.